So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Eine neue Folge Adi und der Adventskalender von Kalea. Adi, neue Folge Adi ist weg. Ne? Wir haben noch, ich glaube, 3 Türchen zum Öffnen. Ich muss mal schauen. Wir haben noch die 22, 23 und 24. Es wird immer spannender. Heute gehen wir in die 22 rein, machen das Türchen auf und haben schon wieder was zu naschen drin. Das heißt, am 23. und am 24. gibt es nochmal was zu spielen für den Adi. Ach so, Moment, ich bin ja durcheinander. In dem hier ist ja gar kein Spielzeug drin. Das ist ja immer nur so. Das ist ja erst im anderen. Also es ist, Adi, es ist noch Hoffnung da, dass du heute noch was zu spielen bekommst. Und nicht immer nur dieses trockene Zeug. So, einmal für dich. Hier, nicht so gierig. Probieren Sie mal. Monsieur Schweinenase. So, den lassen wir jetzt mal den Rest hier essen, ne? So ganz gemütlich. Pass auf. Zack. Suchen uns so lang schon mal den anderen Kalender. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt die 22. Die ist hier unten in diesem Kalender. Und hier ist ein Ball drin. Oh mein Gott. Ein Ball, der die ganze Zeit so, man hört es ja schon, Geräusche macht. Da ist so eine Glocke drin. Hast du jetzt gegessen? Okay. Ein weißer, oranger Ball. Ich sehe jetzt schon, wie der im Prinzip unter das Sofa fliegt und dann weg ist. Adi! 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 Sollen wir hier reintun? Guck mal, wie der hin und her rollt. Das klingt ja schon wie ein Name, Herold, ne? Herold Hess. Jetzt neu. Adi, ich glaube, ich muss dir den Ball, den muss ich mal in die Badewanne reintun. Guck mal. Juhui! Spaß für die ganze Familie. Jetzt den Wasserhahn aufmachen. Vertrau mir, das mache ich nicht. Du kannst ja mal da dagegen hauen und sehen, wie viel Spaß da wirklich dabei ist. Zack, genau. Wow, das ist ja richtig krass. Adi, so viel Spaß hat es ja noch nie. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum, vielleicht wenn wir ihn nicht beobachten, vielleicht taut er dann auf und dann ist die ganze Wanne nass. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir gucken heute jetzt hier in die 22 vom Bier-Adventskalender. Die befindet sich nämlich hier unten in der Schrift und damit ist die untere Reihe auch komplett. Hä? Also jetzt bin ich aber sprachlos. Da ist eine blaue Zipfelmütze drin. Nicht, dass sie jetzt Oh mein Gott! Philippone ist am Start! Was ist da denn los? Jetzt wollte ich schon sagen, nicht, dass sie die Türchen verwechselt haben. Bisher war nämlich immer nur in der 24 eine rote Weihnachtsmütze auf dem Bier. Und jetzt plötzlich habt ihr hier eins mit Mütze, aber pass auf, guck dir das an. Das hat hier so einen Deckel mit so einem Wappen drauf, das halt wieder richtig schlimm aussieht. Man erkennt wieder gar nichts, weil es so glänzt, weil es so, je näher ich komme, desto unschärfer wird es. Da ist auf jeden Fall so ein Wappen drauf mit 2 Löwenkreaturen links und rechts, die auch noch eine Flagge hochhalten und rummachen. Und dann habt ihr das gleiche hier nochmal. Hier steht Regimentsbock. Das ist das gute, alte Regimentsbock. Ein sehr, wie sage ich denn, ein sehr glänzendes Etikett. Also nichts Pappiges, glänzend. Hier blaues Zeug links, blaues Zeug rechts. In der Mitte Goldwappen mit dem Löwen nochmal. Und passt auf, jetzt guckt ihn euch an. Ja, Philippone ist am Start. Wer kennt noch Philippone, dem damals beim Lavados Raid Day, alle haben einen Shiny Lavados bekommen, außer er, bei über 26 Raids oder so. Schlossbräu, Roh, kann man nicht lesen, Roda, Räuber, steht das hinten nochmal, was genau, wo, Schlossbräu, das haben sie ja gut gemacht.
dass genau der Zipfel von der Mütze hier über den Buchstaben ist und man gar nicht sieht, was es ist. Dann habt ihr auf jeden Fall hier irgendwelches Gefaxe im Hintergrund. Ihr habt hier Gefaxe im Hintergrund. Ihr habt hier goldene Leuchtstreifen, die hochgehen links und rechts. Ihr habt die goldene Schrift. Ihr habt hier Husarentrunk, Regimentsbock. Also das hat so viele, ich komme gar nicht mehr hinterher hier. Regimentsbock, Husarentrunk und auch noch Schloss Breuroda, ne? Und den müsstet ihr kennen, der war auch schon mal auf einer Edition, aber die war nicht so edel, nicht so brutal. Der sieht auf jeden Fall aus wie Philippone. Grüße gehen raus an Philippone. Feier ich, wie ihr das Bier hier in den Vordergrund stellt, so richtig bam. Das insgesamt alles für mich sieht auf jeden Fall weihnachtlich aus. Der Husare mit seinem Sackkarren und dieses Goldene und dieses Edle und dieses Excellent und das versprüht für mich voll was. Auch hinten habt ihr nochmal Schrift drauf, wo ihr nochmal lesen könnt. Regimentsbock, der Brauereibesitzer Adolf Freiherr Spiegel von und zu Pegelsheim war Rittmeister im 1. Westfälischen Husarenregiment. Vor allem in der kalten Jahreszeit soll diese charakterstarke Bierspezialität dem Regiment Energie, Kraft und Mut verliehen haben. Alkohol 6,5%, Stammwürze 16,5, IBU 23. Das ist auf jeden Fall mal ein fettes Teil und ich würde dieses Etikett auch 5 Punkte geben. Das gefällt mir sehr gut. Ich freue mich mega, dass er hier eine Zipfelmütze drauf hat. Ich freue mich, dass das der Philippone ist. Schade, dass man vom Philippone nichts mehr hört. Aber das ist für mich ein sehr spezielles, starkes, edles. Und dann ist es auch noch Bock. Guck mal, Adi, eine Mütze. Hui. Hui. Kann man dir die Mütze aufsetzen? Tun. Du bist der Adi. Und dir setzen wir jetzt die Mütze auf. So. Du kriegst jetzt die Mütze auf den Kopf. Du musst auch mal gucken. Sieht er nicht fröhlich aus mit der Mütze? Ja, ich bin so fröhlich, dass ich endlich eine Mütze habe. Warte, ich tue dir hier rein. Auch wenn es kein Spielzeug ist. Du musst jetzt aber mal mitspielen, weil ich muss das jetzt hier hinstellen, Adi. Jetzt wird's wieder ernst. Wir müssen jetzt das Bier aufmachen. Wir können den Philippone nicht so lange warten lassen. Ich traue mich da gar nicht dagegen zu machen. Machen wir mal auf. Die guten Biere kommen zum Schluss. In der 24 wird eh wieder ein Bad Sander drin sein. Und ich verstehe nicht, wieso das jetzt die Bad Sander Limited Edition war. Wenn einfach nur der Karton außen anders aussah, aber trotzdem innen drin eigentlich die gleichen Biere wie immer. Da kann man auch den hässlichen Karton nehmen. So, wir gucken hier. Warte mal. So. Das leuchtet viel zu stark aufs Etikett, so kannst du doch nicht arbeiten. Boah, wenn ich die Farbe sehe, da verzichte ich gerne auf Schaum. Ich möchte die Farbe sehen, schnell rein. Das komplette Bier ist in der Flasche drin. Ich gucke hier durch, das ist auf jeden Fall klar. Das zirkuliert und sprudelt. Da ist Schaum drauf, das ist kräftig, das ist so richtig Bernsteinfarben. Das sieht auf jeden Fall mega brutal aus. Mir gefällt das, sogar der Schaum ist nicht weiß, sondern hat so einen eher so einen rostigen Touch. Das ist so spritzig und so lecker und so gehen. Also für mich 5 Punkte. 5 Punkte für den Philippone. Für diese Farbe vom Bier. Schnell noch 5 für Geruch. Moment. Das riecht aber gut. Also es riecht ein ganz kleines bisschen säuerlich. Gleichzeitig aber auch süßlich. Gleichzeitig auch unscheinbar. Der Schaum wird immer mehr. Ich kann wirklich nichts Schlechtes an dem Geruch finden. Wenn es nichts Schlechtes gibt, nichts Gutes, wäre es eine 3. Ich finde diese süß-sauer Note sehr interessant. Deswegen kann man schon mal auf 4 gehen.
Aber weil der Schaum mir so gut gefällt und beim Riechen in die Nase steigt, gebe ich auch mal 5 Punkte für den Geruch. Kommen wir mal zum Tasting. Wie viel wird es denn? Wie schmeckt's? Erstmal den Schaum abessen. So, es gab schon einen Schaum, da habe ich das komplette Gesicht verzogen. Hier habe ich eine bittere Note geschmeckt. Aber so leicht, dass das jetzt nicht unbedingt schlimm war. Nicht unangenehm. Auch interessant. Oh, komm, 5 bei Geschmack. Du bist der Beste. So, wir probieren mal kurz. Ich muss nochmal probieren. Ich will ja keine Fehler machen. Es hat beim Trinken auf jeden Fall doch eine erst süßliche Note. Es wirkt irgendwie leicht. Also ich habe gedacht, das ist jetzt so richtig fropfig und hängt ja schwer im Hals, aber das kannst du auf jeden Fall leicht trinken, wie ein Leitbier, wie ein Coronis. Es ist kein Pilz deswegen so irgendwie, es ist halt ein Husarentrunk-Bock mit einer leicht süßlichen Note, aber du hast auch diesen bitteren Anteil, der dir dann auf der Zunge ein bisschen kleben bleibt, wenn du ausgetrunken hast. Ich weiß nicht. Ich würde so gern 5 Punkte geben, aber ich glaube, das wäre unfair. Aber mehr als 3, 4 oder 5. Ich würde 4 oder 5 Punkte geben. Ich muss nochmal. Also wenn du trinkst direkt, beim Trinken merkst du nichts Bitteres, gar nichts. Beim Trinken hast du so eine leicht malzige Note, ein bisschen süße Note. Aber du merkst trotzdem irgendwie, dass du Bier trinkst. Es hat also beim Trinken generell einen sehr guten Geschmack, der einfach runterfließt. Es ist süffig, yeah, das fließt runter, du nimmst das alles mit. Dann setzt du ab und dann merkst du eine kleine Ablagerung auf der Zunge, die dir ein bitteres Gefühl gibt. Aber genau dieses bittere Gefühl ist ja eigentlich normal bei einem Bier, weil Bier hat ja immer eine leicht bittere Note. Das ist kein unangenehmes Gefühl. Das ist nicht eklig, man verzieht kein Gesicht, man sagt nicht, man sagt, da merkst du richtig, dass das Bier ist. Da merkst du richtig diese Bitterstoffe und eigentlich ist das ja nicht negativ. Ich muss es nochmal probieren. Das fließt trotzdem einfach runter. Hat nur im vorderen Mundbereich eine kleine Bitternote als Ablagerung. Vielleicht ist das das perfekte Bier. 6,5%. Guck mal, das ist schon fast leer. Die anderen musste man sich immer reinprügeln. Wir geben 5 Punkte. Wir geben 5 Punkte und damit hat's 5 beim Etikett, 5 bei der Farbe, 5 bei Geruch, 5 beim Geschmack. Da würde ich gern mehr haben. Das ist was Besonderes. Ich würde nicht sagen, dass man sich das jetzt einfach reinkippt und den Jugendlichen an einem Discoabend, aber gemütlich da sitzen, abends mal ein Bier richtig genießen und du bietest jemandem das an und der nimmt immer mal einen kleinen Schluck und würde sagen, boah, das ist ein Bier, ne? Da merkst du richtig, das ist ein Bier. Das ist kein Alkopop, sonst was. Das ist ein Bier. Finde ich mega genial. Werde jetzt den Rest noch austrinken. Der kriegt von mir auf jeden Fall 5 Punkte in jeder Kategorie. 20 von 20 Punkten. Dieser Schlossbräu Roder Husarentrunk Regimentsburg.
richtig genial. Philippone, Grüße an dich. Wenn du das nie sehen wirst, dass du hier der Gewinner der Herzen bist, guckt euch das an. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace auf Vorhaut. Euer Ramses.